die kostenlose App. Sind wir da eigentlich dann prozentual beteiligt? Da haben wir uns, glaube ich, ganz schön verarschen lassen, oder? Ja, ich glaube auch. Naja, Hätten wir ist eine gute App. vorklären müssen, glaube ich. Ja, funktioniert, von daher ist in Ordnung. Ach, die Scheiben gehen jetzt kaputt, wenn man so kaputt schlägt. Das war früher auch anders, glaube ich. Oder gingen nur die Blöcke nicht kaputt? Doch, die Blöcke gingen auch. Doch, die Blöcke gingen eigentlich nur kaputt. Ich glaube, die Scheiben, die sind dann so wieder rausgefallen. Ne, gehen jetzt auch gut. Ja, wie ihr merkt, wir Naja. sind die absoluten Minecraft-Profis. Wir haben jahrelange Erfahrung sozusagen in diesem Bereich. Jetzt baue ich das Schaf hier ein. Hey, ich kann da nichts bauen, weil das Schaf da ist. Das ist ja scharf. Das niveauvolle Konversation hier. Ja, so gehört sich das zu Minecraft. Ohne Aha. Musik? Oh, jetzt habe ich das Schaf den Berg runtergeschmissen. Tja, weg ist es. Musst du zu Anfang einen Link zu Winamp oder einem anderen Media Player ihres Vertrauens setzen, so fügen sie hier ihre Musik ein. Habe ich einen Bogen am Start? Damit wir Hintergrundmusik haben jetzt hier im Spiel. Ja, das ist doch noch viel innovativer. Warum sollen wir denen unseren Musikgeschmack aufzwingen, wenn wir viel besser ihren eigenen Musikgeschmack nutzen können? Genau, einfach ganz ruhig im Hintergrund eure Musik anmachen. So richtig schön. Wildiger Herzbuben oder. Ja, da habt ihr genau das, was ihr wollt. Das ist nämlich auch innovativ. Wir sind nur innovativ hier. Das ist ja die Marktlücke schlechthin, weißt du? Die Leute einfach. Ihr nehmt eure eigene Musik und dann. Das passt zu jeder Situation, die wir hier machen. Herzilein. Wunderbar, ich sag euch das, das wird der Renner. Apropos Mauern bauen. Ja, ich bin ja hier oben gerade schön damit beschäftigt, die Mauer mal hochzuziehen. In der Arbeit, ja, bin ich mittlerweile so gut da drin, aus Aktenordnern Mauern zu bauen, dass man meinen Schreibtisch gar nicht mehr sieht. Impressive. Unglaublich! Ja. So hat jeder seine besondere Eigenschaft, wenn er auf der Arbeit ist. Special Fähigkeit. Super Abilities und so. Um mal zu Star Wars zurückzukommen, ich habe mich nach dem letzten Beta-Wochenende jetzt dazu entschieden, einen imperialen Agent-Saboteur auf Verstohlenheit oder so zu spielen. So ein bisschen schurkenmäßig. Hat schon Spaß gemacht im PvP, gerade ich bin ja so eine PvP-Nase. Genau das Richtige. Schauen wir mal, wie das wird, wenn dann der Release kommt. Ja, wie du siehst, die Burg ist so ein bisschen unförmig. Ich weiß selber noch nicht so richtig, wie wir das hier machen. Wollen wir die Ich mal sehe wo. irgendwie begradigen, oder? Wir müssen aber auch aufpassen, so ganz hoch kommen wir, glaube ich, nicht mehr. Ach, meinst du, wir sind schon so hoch, hm? Da müssen wir irgendwie sehen, dass wir das ein bisschen flach halten. Nicht, dass wir nachher die Zinnen draufsetzen wollen und dann, naja, Zinn ist nicht. Geht nicht, weil ist nicht. Ja, ich bin schon oben. Schau mal hier. Mehr geht da schon nicht mehr. Man kann doch Nee. sonst über die Wolken, oder? Nee, mehr geht nicht. So, dann wird das eine. Tja, Aussichtsplattform. Ja, oder wir bauen einfach jetzt hier oben die Burg Zinnen hin und bauen dann von oben nach unten eine Burg. Ja, könnten wir auch mal machen. Mir fällt gerade ein, ich habe irgendwie nichts mehr zu futtern dabei. Da kann ich Abhilfe schaffen, wenn du möchtest. Jo. Was gibt's denn bei dir? Brot und einen Aufschnitt habe ich auch noch dabei, einen Moment. Bitteschön. Großartig. Vielleicht sollten wir erstmal unser Überleben sichern, indem wir einfach mal da unten irgendwo ein kleines Feld anlegen, wo wir dann immer das Brot herbekommen können. Faszinierende Idee. Klingt nicht Durchaus doof, ne? praktisch, ja.
Ja, könnte man ja in der Nähe unseres Hauses machen. Ich hab so meine hellen Momente. Da gehen wir mal runter. Ach, hörst du das? Knack, Knall. Hallo. Da ist gerade ein Skelett in Flammen aufgegangen. Ich liebe den Geruch von brennenden Knochen am Morgen, oder was? Oh, guck mal, da ist noch ein Reaper, im Schatten. Im Schatten der Burg, sozusagen. Oh, bei mir ist der blau. Blau? Das ist das, ja? Ich habe einen blauen Creeper. Mhm. Das ist aber so eine Lebenseinstellung, glaube ich, von dem. Na dann, Prost. Jo. Hatte ich vorhin nicht noch mehr Saatgut dabei? Jetzt habe ich nur drei. Pass auf, das eine, das sind, Melonensamen. Hätte ich noch ein paar am Start. Weiß nicht, kann man die auch gut verwerten? Ich habe Melonen noch nie angebaut. Ja, kann man halt auch spalten und essen und so. Ich gehe mal schnell ins Haus zurück, in deine Hütte da unten. Da habe ich, glaube ich, noch ein bisschen Saatgut drin. Bring mal das Eisen mit. Können wir uns einen Eimer bauen. Wir brauchen ja auch dann ein Aquädukt. Ja, klingt nicht verkehrt. Die Schafe hier sind immer noch nackt. Also es muss irgendwie am Server liegen, dass die nicht wieder bewollt werden. Auch hier bitte einen Kommentar da lassen, wenn ihr wisst, was man da einstellen muss. Genau. Falls wir mal unseren Server-Admin kriegen. Falls wir rausfinden, wer diese ominöse Person ist. Mr. X. Mr. Server-Admin X. Ich kenne ihn sogar. Ah ja, da ist das Saatgut. Was wolltest du, dass ich das Eisen... Oh, wie viel Eisen hast du bitte? 64? Ja, wie gesagt, ich hab da... Unter der Hütte ist auch ein Dungeon. Da war ich ein bisschen... Ja... Bewaffnet unterwegs. So, so. Bewaffnet Action Nordic on Tour. Ja, genau. Und ich glaube, ich habe irgendwie eine Viertelstunde gebraucht, um allein wieder rauszukommen. Weil ich den Weg nicht gefunden habe. Ganz lustig, als ich mich am Wochenende eingeloggt habe und mir gedacht habe, kannst ja mal wieder Minecraft spielen, habe ich nach gefühlter Ewigkeit des Einloggens, war ich dann wieder drin, irgendwo unter der Erde, weißt du, keine Spitzhacke, keine Fackel, kein gar nichts. Und da saß ich dann, wie komme ich hier hin? War das wieder eine harte Nacht. Die erstmal wieder rausgraben, oder was? Ja, ohne Spitzhacke war das nicht so wahnsinnig einfach. Aber ich habe dann irgendwann einen Weg gefunden. Ich weiß aber auch nicht mehr, wo das war. Oh, hier so ein Stück planieren und dann hier ein Feld anlegen oder lieber da auf der Seite? Ja, können wir auch hier gehen. Ich werde mal ein paar Eimer mit Wasser füllen gehen. Hm, sehr gut. Rüstung habe ich noch gar nicht. Ich auch nicht. Aber es ist auch, wie gesagt, auf diesem Server, wo keine Tiere spawnen, ziemlich schwierig. Wenn ich das Ganze also hier sind wahnsinnig für die Eisenbahn fahren will. Wahnsinnig viele Schafe, alle glatt rasiert, ja. Einige sind noch mit Wolle, einige ohne. Also bei mir ist das, hier sieht man das ganz schön, die ganzen schwarzen Schafe sind die ohne Wolle und die schwarz-weißen sind die mit. Irgendwie... Ja, ich war hier ein bisschen mit der Schere unterwegs, aber das ist schon ein Monat her oder zwei. Tja, und jetzt werden natürlich in den Kommentaren die der Aufschrei kommen. Marv, wieso sieht man bei dir, dass die Leute Dota 2 spielen, während du Minecraft spielst? Es gibt Minecraft gar nicht für Steam. Ja. Ja, jein. Ich habe Minecraft über Steam einfach aktiviert. Und, nee, doch, ja genau. Und kann jetzt halt Minecraft spielen und währenddessen im Steam unterwegs sein. Das ist schon gar nicht schlecht. Fascinating. Absolutely.
Ach, jetzt habe ich einen Eimer Wasser zu viel dabei. Kann dir mal einen geben. Super, einmal können wir gebrauchen. Wie breit wird denn das eigentlich? So Zwei ungefähr. Felder, ein Durchweg, zwei Felder, ein Durchweg. Nee. Ich mache mal die Außenverschalung. Macht doch lieber ein Fenster. Sieht doch schick aus. Achso, du willst auf der Ebene gleich bauen. Ja, wollte ich wieder. Das reicht doch, wenn man alle zwei Block was macht, oder? Ja. Also Wasser macht. Ja. Muss halt von jeder Seite halt dran sein, das Wasser. Glaube ich. Ach Ich so, meinte, das nee. wird Nee, stimmt. zwei Felder weit reichen. Dann könnten wir im Endeffekt vier. So meinst du, ne? So, und hier ist dann der Zaun. Genau. Und Da dann hier in so. der Mitte vier Felder frei. Hüt, hüt, und dann hier, und dann machen wir da noch vier Felder dran. Ist ein Loch noch drunter. Das ist noch ein bisschen schwierig hier. Wie weit können die denn eigentlich sein? Das ist egal, ne? Ich glaube, so eine Wasser und Wasser fließt 8 Blöcke weit. Ja, schmeißen wir nur wieder mal einen neuen Eimer rein. Passt doch. Ja, ich habe genug dabei. Aber wir können von da oben eine Wasserrutsche bauen. Ey, das Wasser ist hier schon wieder zugefroren. Schau dir das mal an. Ist ja eiskalt hier. Ja, nämlich. Da muss aber schnell sein, ne? Alter Schwede. Das mal an. Nimmst das eine Wasser raus, dann geht das alles gleich kaputt. Ja, der Block hier hinten ist auch schon wieder gefroren. Das ist ja ein bisschen, naja, wie soll man sagen? Hä? Warum? Wir sind Weiß ich nicht. hier liegt nicht mal Schnee. So weit und breit nicht. Wie gesagt, da hinten ist Wüste. Weil das fließendes Wasser zufriert, das ist ja natürlich. Die Preisfrage ist jetzt, ob hier unser Zeug überhaupt wächst, dann. Jetzt ist das Ding schon wieder zugefroren. Das wird auch die ganze Zeit zufrieren, gehe ich mal von aus. Aber jetzt friert es jedenfalls den Block zu. Wir probieren es einfach mal aus, ob wir hier dann vernünftig was anbauen können. Ja, vielleicht bevor wir jetzt hier uns den ganzen Stress mit dem Zaun machen, einfach mal bisschen. Sieht aber schon ganz gut aus. So. Warum ist denn das schon alles wieder dicht hier? Mal zu langsam das mit dem Draufsehen, glaube ich. Oder weil du drüber läufst. Nicht schleichen. Hey, jetzt kann ich es gar nicht mehr anklicken. Ach, ich habe auch das falsche Ding drin.